Um mehr als 7% ist die Inflation im Euroraum im März gestiegen. Seit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg dreht die Preisspirale schneller. Der Verfall unseres Gelds beschleunigt sich. Hauptgründe sind zum einen die Lieferschwierigkeiten etwa aus dem Lockdown-geplagten Shanghai. Dazu kommen Sanktionen auf russische Kohle und Öl und damit verbundene steigende Heiz- und Spritkosten. Und das schlägt dann wiederum auf andere Preise durch. Ist unser Geld also bald nichts mehr wert und wie können wir unser sauer Erspartes in Krisenzeiten schützen? Antworten darauf kennt Markus Schmidt-Ott, Chefredakteur des Magazins Finanzfluss. Hallo Herr Ott, Herr Schmidt-Ott. Hallo. Das Risiko, dass die Inflation noch weiter steigt, ist real, sagen zumindest Deutschlands Wirtschaftsweise. Sollten wir unser Geld jetzt also lieber ausgeben, bevor man dafür gar nichts mehr bekommt? Nee, das würde ich nicht sagen, weil dann erfasst einen die Inflation ja komplett, wenn man jetzt auch noch Produkte kauft, die vielleicht teurer geworden sind. Sinnvoller finde ich es, wenn man sich so verhält wie immer, dass man immer einiges zur Seite legt und spart und das dann eben nicht unters Kopfkissen legt oder aufs Sparbuch oder Tagesgeldkonto, sondern eben so anlegt, dass es eben auch ein bisschen Rendite bringt und dann kann man sich damit ganz gut vor der Inflation schützen. Bevor wir jetzt zu der Rendite kommen, die Sie uns vielleicht gleich versprechen, wenn ich jetzt gar nichts auf der hohen Kante habe, kann mir dann die Inflation eigentlich egal sein? Nee, auch nicht. Also die Inflation, die wirkt sich ja vor allem auf die Preise aus. Und wenn man nichts auf der hohen Kante hat, dann konsumiert man ja trotzdem. Das heißt, ja, die Inflation trifft uns natürlich vor allem als Konsumenten. Und insofern auch, wenn man nichts auf der hohen Kante hat. Zur Inflation kommt ja jetzt auch noch die Ankündigung der FED, dass die Zinsen möglicherweise kräftig steigen könnten. Was heißt das denn für Kreditnehmer im Moment? Das hängt natürlich sehr von dem Kredit ab. Also wenn man einen Kredit mit einer bestimmten Laufzeit hat, dann dann gehe ich davon aus, dass der Kredit erstmal so weiterläuft. Und wenn man jetzt gerade einen Kredit abschließen will, dann muss man eben schauen, wie sich die Bank da verhält, ob die vielleicht schon die erwartete Zinssteigerung einpreist oder eben nicht. Aber ja, dafür müsste man in die Kristallkugel gucken können, um zu wissen, wie die sich jetzt in Zukunft verhalten. Schauen wir doch mal auf die Habenseite. Muss ich mir denn als Kleinsparer mit meinem Tagesgeldkonto jetzt mit 1,5% Zinsen, muss ich mir da wegen der Inflation Sorgen machen? Ja, klar, das senkt natürlich den Zins. Also beim Tagesgeldkonto hat man einen bestimmten Zins auf dem Papier, aber in Wirklichkeit ist der Zins natürlich ein ganz anderer, denn man muss die Inflation davon abziehen. Das heißt, wenn man 1% Zinsen auf einem Tagesgeldkonto kriegt und die Inflation 7% beträgt, dann macht man am Ende minus 6%. Und ja, das war übrigens auch schon fast immer so in der Historie. Der Realzins war immer deutlich niedriger als der Zins, der auf dem Papier steht. Und in der Vergangenheit hat man in den meisten Jahren tatsächlich real mit einem Tagesgeldkonto eher Geld verloren. Wie haben Sie denn dann Ihr Geld krisensicher gemacht, Herr Schmidt-Ott? Also was man jedem empfehlen könnte, ist, dass man als erstes einen kleinen Notgroschen tatsächlich aufs Tagesgeldkonto tut und in dem Fall ist es dann komplett egal, was für eine Rendite, also was für eine Realrendite das Geld hat, weil dieses Geld soll einfach verfügbar sein für, wenn man mal eine Waschmaschine braucht, weil sie kaputt ist oder irgendwelche ungeplanten Ausgaben hat, damit man dann eben nicht ins Dispo rutschen muss und alles andere legt man dann am besten auf dem Kapitalmarkt an und jetzt nicht, indem man damit irgendwie zockt oder irgendwelche heißen Aktien kauft, die irgendwie durch die Schlagzeilen geistern, sondern indem man das möglichst breit gestreut auf der ganzen Welt anlegt. Dazu könnte man entweder Tausende von Aktien kaufen, das ist nicht realistisch, das kann man als kleiner Privatanleger nicht, aber man kann zum Beispiel in Fonds investieren, die beispielsweise einfach einen Aktienindex nachbilden, der schon Tausende von Aktien enthält oder nicht Tausende, sondern Tausend. Und dann hat man das entsprechend breit gestreut und das Risiko so ein bisschen minimiert. Aber wenn Sie jetzt sagen, diese Indizes oder Indexzertifikate, diese ETFs, bilden den Preis an der Börse nach, sie bilden die Börsenkurse nach,
dann gehen die doch jetzt auch erstmal runter. Soll ich da jetzt einsteigen? Ja, also klar, die Börsenkurse schwanken und das ist natürlich ein gewisses Risiko. Und deswegen sollte man auch kein Geld an der Börse anlegen, das man auf absehbare Zeit braucht. Also wenn man jetzt plant, in 5 Jahren ein Haus zu kaufen oder so, dann sollte man das Geld lieber woanders auf ein Tages- oder Festgeldkonto parken und macht dann real leider damit ein bisschen Verlust. Aber dadurch, dass die Börse schwankt, muss man eben schon in der Lage sein zu sagen, okay, das Geld kann da jetzt auch ruhig mal 10, 15 Jahre drin sein. Und genau, also es sind keine Zertifikate, von denen ich geredet hatte, um das noch zu korrigieren, sondern Fonds. Also der Fonds kauft einfach ganz viele Aktien und man investiert in diesen Fonds. Das heißt, man hat indirekt auch diese Aktien. Und das Geld, das man in diesen Fonds investiert, das gehört weiterhin mir. Ich habe sozusagen einen Anteil an diesem Fonds und entsprechend ist das Vermögen dann auch relativ sicher gegen zum Beispiel eine Pleite von dem Fondsanbieter im Gegensatz zu einem Zertifikat. Wie ist denn da der Anlagehorizont, dass sich das Ganze dann auch lohnt? Und 2 Jahre, 5 Jahre, 25 Jahre? Ja, also ich habe das mal durchgerechnet. Man kann ja leider immer nur den Blick in den Rückspiegel werfen und nicht in die Kristallkugel gucken und schauen, was in Zukunft passiert. In der Vergangenheit war das so, in einem Jahr konnte man mal plus 30% oder minus 60% machen. Das ist eine wilde Achterbahnfahrt. Und wenn man dann das auf 2 Jahre erhöht, dann ist es schon ein bisschen weniger und so weiter. Und wenn man dann so bei 10, 11, 12, 13 Jahren ist, dann war man in der Vergangenheit immer so bei plus minus null. Das heißt, egal wie schlimm einen die Krisen in der Vergangenheit getroffen haben, sobald der Anlagehorizont lang genug ist und wenn man davon ausgeht, dass die Aktienmärkte langfristig weiter nach oben gehen, dann ist man ziemlich sicher im positiven Bereich, wenn man zumindest breit genug streut. Das heißt, in einen Fonds investiert, der viele, viele weltweit gestreute Aktien beinhaltet. Und wenn man dann noch länger investiert, also wenn man jetzt in meinem Alter ist und wirklich für die Zukunft, für den Ruhestand anlegt, dann sind das ja Horizonte so von 30 bis 40 Jahren. Und dann konnte man in der Vergangenheit schon so 5-7% Rendite machen, je nachdem, ob man die Inflation berücksichtigt oder nicht. Und dann ist das ganz gut angelegtes Geld und dann war das in der Vergangenheit auch bei dem langen Horizont relativ sicher. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, auf den guten Rat zu hören, in Krisenzeiten gehen Rohstoffe immer nach oben und Sachen wie Gold gehen zum Beispiel immer nach oben. Lohnt es sich da jetzt auf den Zug aufzuspringen und wie riskant ist das? Das kann sich lohnen, aber da bewegt man sich im Bereich der Spekulation. Und eigentlich ist es am besten, wenn man einfach gar nicht spekuliert. Die einzige Spekulation ist zu sagen, langfristig geht der gesamte Markt nach oben. Also investiert man in den gesamten Markt. Also nicht nur in Rohstoffe, nicht nur in Gold, nicht nur in Immobilienaktien, nicht nur in Banken, nicht nur in Tech-Aktien oder was auch immer, sondern in den gesamten Markt. Das hat man ja, wenn man so einen Index abbildet. Und alles andere wäre im Prinzip eine Wette auf einen bestimmten Sektor. Und das ist dann in dem Moment ein bisschen riskanter. Und da weiß man nicht so richtig, wie das dann ausgeht. Kann sich lohnen, muss sich aber nicht. Jetzt gibt es bei den ETFs ja auch Unterschiede. Auf welche Parameter muss ich achten, damit ich ganz besonders solide Papiere kaufe? Gibt es da Qualitätskriterien? Ja, auf jeden Fall. Also das wichtigste Kriterium ist, welchen Index bildet der ETF ab? Also vielleicht, um das Wort nochmal einzuführen, ETF steht für Exchange Traded Fund. Das ist das, was ich eben die ganze Zeit beschrieben habe, also ein Fonds, der an der Börse handelbar ist. Und dieser Fonds bildet einen Index ab. Und da gibt es verschiedene Indizes. Es gibt den DAX, den wir in Deutschland besonders gut kennen. Damit bildet man dann nur den deutschen Markt ab. Kann man machen, aber das ist dann wiederum auch nur eine Wette auf den deutschen Markt. Und dann gibt es beispielsweise Indizes wie den MSCI World oder den
FTSE All World oder den MSCI All Country World, um jetzt mal drei von denen zu nennen. Das sind dann alles Indizes, die weltweit Aktien entweder nur in Industrieländern oder auch in Industrie- und Schwellenländern abbilden. Das ist auf jeden Fall das wichtigste Kriterium. Zweitwichtigstes Kriterium sind die Kosten. Ein ETF muss ja auch von irgendwas leben, beziehungsweise die Leute, die den ETF managen. Und deswegen werden jedes Jahr eine Kostenquote abgezogen, die bewegt sich so im Bereich von 0,05 bis 0,5%. Also 1% sind bei ETFs schon viel, denn man braucht keine Menschen, die den Index abbilden, sondern das macht ein Algorithmus. Aber auf diese Kosten sollte man auf jeden Fall achten und die möglichst gering halten, weil die werden am Ende von der Rendite abgezogen. Und dann ein drittes Kriterium, aber das ist ein bisschen Geschmackssache, ist noch, ob der ETF Dividenden ausschüttet oder ob der Dividenden sozusagen wieder reinvestiert. Das muss man einfach für sich entscheiden, was man lieber hat, ob man eine regelmäßige Ausschüttung haben will. Das ist natürlich dann immer verlockend, dieses Geld auszugeben, oder ob man sagt, nee, das soll einfach reinvestiert werden, dann steigt der Kurs halt ein bisschen stärker, aber im Ergebnis ist es das Gleiche, ob man das Geld ausgeschüttet bekommt oder dann mehr Kursgewinn hat. Wo ich ja auch etwas ganz Konkretes von meinem Geld habe, wäre ein Eigenheim, und Häuser gelten ja auch als das Betongold, aber von den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen können ja im Moment auch die Häuslebauern ein Lied singen. Wie können sich eigentlich Bauherren dagegen absichern, dass der Traum vom Eigenheim nicht durch plötzlich steigende Kosten platzt? Da bin ich nicht Experte genug oder Immobilienexperte genug, um jetzt einem Bauherrn zu empfehlen, wie er sich gegen Rohstoffpreise absichern kann. Ich kann jetzt nur eine Immobilie als Investitionsentscheidung bewerten, und auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Eine Immobilie kann einen Wert haben in dem Sinne, dass man einfach drin wohnen kann. Aber eine Immobilie kann man natürlich auch einfach als reines Investitionsobjekt sehen. Und dann muss man wieder gucken, dann hat man natürlich sein ganzes Vermögen in dieses eine Haus gesteckt, in diesen einen Markt gesteckt. Und dann ist man vielleicht wieder auch im Bereich einer Sektorwette, dass man einfach auf den Immobilienmarkt wettet, aber gar nicht so richtig weiß, wie der sich in Zukunft entwickeln wird. Wie ist es denn angesichts der aktuellen Marktlage in größeren Städten? Sollte man da jetzt noch bauen oder sollte man lieber zur Miete wohnen? Also ich finde es schwierig, da eine konkrete Empfehlung zu geben, weil es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Es gibt Leute, die entscheiden sich einfach dafür, eine Immobilie zu kaufen oder eine Immobilie zu bauen. Und für die ist das vielleicht gar keine Investitionsentscheidung, sondern die sagen einfach, ich möchte gerne ein Haus haben, wo man drum rumlaufen kann, wo man umbauen kann, wie man möchte. Und dann ist die Entscheidung sicherlich nicht falsch. Und man kann es, wie ich gerade gesagt habe, als Investitionsentscheidung fällen. Dann muss man natürlich berücksichtigen, dass die Preise enorm stark gestiegen sind in der Vergangenheit. Meistens steigen die Mieten weniger schnell als die Immobilienpreise selbst. Das heißt, die Rendite, zumindest durch die Mieteinnahmen, geht runter. Und wenn man jetzt darauf spekuliert, dass die Preise weiter ansteigen und man das dann irgendwann gewinnbringend verkaufen kann, dann ist das vielleicht eine gute Investition gewesen. Aber das weiß eben keiner. Fakt ist nur, dass Immobilien im Moment irre teuer sind. Was sollte man denn jetzt mit seinem Geld auf keinen Fall tun in Zeiten der Inflation? Ich glaube, das Schlechteste, was man tun kann, ist, es unterm Kopfkissen liegen zu lassen, weil 7% Inflation bedeutet, dass das Geld 7% an Wert verliert jedes Jahr. Das heißt, ich kann mir nächstes Jahr 7% weniger davon kaufen. Insofern wäre das eigentlich in Zeiten der Inflation die schlechteste Entscheidung. War es in der Vergangenheit übrigens auch meistens, selbst wenn die Inflation niedriger war. Jetzt hoffen wir ja alle, dass die Krisen in der Welt schnell enden. Wann endet denn dann gewöhnlich so eine Inflation? Welche Szenarien können Sie sich da vorstellen? Auch das kann ich nicht bewerten. Also es gibt extrem viele Ökonomen, die jetzt schon sagen, es kommen 10 Jahre Stagflation, es kommt dies, es kommt jenes. Also
die EZB hat ja schon Schwierigkeiten, die Inflation für 2 Jahre vorherzusagen. Also jeder, der da jetzt eine genaue Prognose macht, ist da meiner Meinung nach unseriös. Auf keinen Fall sollte man sein Geld unter dem Kopfkissen liegen lassen in Zeiten der Inflation, sagt Markus Schmidt-Ott vom Fachmagazin Finanzfluss. Vielen Dank Ihnen. Danke.